Also, servus, herzlich willkommen hier zurück bei uns auf... Boah, schönes Auto. Schöner, alter, das Ideen-Auto. Egal. Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal, hier bei SPS. Wir sind hier am Nürburgring beim Gear Collector Track Day. Marvin ist auch wieder mit am Start. Jawohl. Und man sieht es vielleicht schon im Hintergrund, wir haben wieder unseren schönen Pagani VRR dabei. Werden wir dann auch viel, viel zeigen, viel fahren. Da kommen coole Gäste auch mit dazu. Genau, Fokus auf unseren YRR und unsere Taxigäste. Und das passt, glaube ich, so. Machen wir so. Also, wir haben uns das mal gedacht, wir nutzen die Chance und zeigen euch nochmal unseren Pagani, das ist unser Pagani, den Pagani vom Kunden mal genauer, wenn hier gerade hier die Haube weg ist, um einfach mal das Herzstück vom Auto mal zu sehen. Und man muss ja schon sagen, wenn du das so siehst, ist das unfassbar beeindruckend. Ja, ja? Ist einfach nahezu schon Kunst. Ne? Alles Titan und gefräste Teile. Da geht es ja los mit der Abgasanlage. Man muss sagen, das Auto ist vor 10 Minuten noch gefahren. Also ist eigentlich noch furchtbar warm und spürt auch die Hitze. Aber man kann aufgrund der Keramikbeschichtung, kann man hier einfach auf den Trümmer fassen. Und es ist unfassbar, wie das die Wärme ableitet. Und hat auch den Grund, dass die Abgasanlage sich nicht so arg verformt. Also es leitet die Wärme super ab und dann verformt die sich auch nicht so, weil die Hitze einfach super ableitet. Also das ist fast schon wieder kalt. V12. Ja. V12 Motor Sauger. 6 Liter. 6 Liter mit 850 PS auf 1000 Kilo. 1050 Kilo. Ja. Man sieht da viel, also sag ich mal, Racing von eher so Richtung GT1 Autos, sei mit Pushrod-System. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, du hast jetzt nicht dieses typische Dämpfersystem, was man so kennt aus normalen Autos, wo die genau relativ gerade runtergehen, sondern die liegen ja hier fast schon. Hier fast schon dann liegende Dämpfer, hier ja. Pushrod, also das sieht man da auch schon Racing, wenn man hier mal von oben reinschaut. Also wirklich jedes kleine Titanschräubchen steht auch Pagani drauf, da legen sie viel Wert drauf. Man ja. könnte den Heckdiffuser, den könnte man auch, was heißt hässlich, aber man könnte den auch einfach roh lassen, aber ja, das aber sieht auch, wenn die Haube weg ist, sieht er auch gut aus. Und das ist halt einfach, ja, es ist halt einfach Kunst. So, da ist der Preis auch fast schon wieder gerechtfertigt, Stückzahl und die Aufwendigkeit. Genau. Und man sieht halt, dass es stark limitiert ist, viel kostet. Dementsprechend muss es auch fast schon so aussehen am Ende, ne? Ja. Genau, es gibt 30 Stück. Ich weiß nicht, ob wir schon mal irgendwann erwähnt haben in irgendeinem Part. Wenn wir davon jetzt 30 Stück, also es ist sehr, sehr, sehr limitiert. Merkt man übrigens auch, wenn man jetzt hier mal diesen Track Day so sieht, sind wir so mit das begehrteste Auto. Also jedes Mal, wenn wir das Auto starten oder wegfahren, die Leute stehen alle bei uns, machen Videos und gucken und machen und tun. Es ist einfach sehr, sehr krass und polarisierend. Was ist polarisierend? Aber es zieht Leute an. Auf jeden Fall. Es ist einfach so. Ja, was man auch sagen kann, wo mir das wirklich aufgefallen ist, dass das Auto so, sag ich mal, outstanding ist, ist, wenn hier wirklich Leute dabei sind aus der Autoszene. Matthias Malmedy, der Michi, ja. Der Philipp Käs, der Steven von LCE, die sind alles gefahren schon. Und 1000 PS, 2000 PS. Aber die waren alle nervös, die sind alle gekommen, ja. Haben gefragt und geschaut, ob wir das möglich machen können, hier mal mitzufahren. Und die haben sich da auch also wahnsinnig drüber gefreut. Und da merkt man auch wirklich, dass es wirklich was Besonderes ist, auch für die. Und auch beim Aussteigen, ne? Also da war die Reaktion von allen, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, teilweise auch Tränen in den Augen. Teilweise ja, auch Tränen also, in den Augen, ist ja, also das ist viel ja. Emotion, es macht einfach was in einem. So, wir haben jetzt hier nochmal das Lenkrad von diesem schönen Auto hier in der Hand. Man sieht, also auch hier Motorsport pur. Alle Knöpfe sind hier irgendwo ergonomisch angeordnet, dass ich die überall mit dem Daumen erreichen kann, ohne wirklich meine Grundhaltung am Lenkrad zu verlassen. Radio für Funk, wenn ich was trinken möchte, ist ein Trinksystem eingebaut. Und hier hat man halt dann eben verschiedenste Knöpfe. Ob man jetzt die Page, also die Displays hier durchschalten möchte, kann man das alles eben hier machen. Pit Speed ist, dass man in der Boxengasse eben ein Speedlimiter hat. Genau, hier unten noch auch cool an solchen Rennautos, dass du halt ABS und Traktionskontrolle sehr schnell und on the fly verstellen kannst. Ne? Hast hier verschiedene Stufen, kannst hier also einfach durchgehen bis 12, 12 bis 1 und dementsprechend das so einstellen, wie man es eben haben möchte.
hinten ganz klassisch mit Pedal Shifts, um hier eben die Gänge zu schalten. Hier also dann noch an dem die Kupplung, also auch das Anfahren kriegt so gut wie jeder hin. Und damit einfach Kupplung ziehen, Gang rein, dann kannst du eigentlich schon loslassen. Hört. Digga, der hört sich wie ein verdammtes Formel-1-Auto. Ist auch nah dran, ne? Mit dem V12 ja. Und so weiter. Also halt natürlich nicht vergleichbar mit den aktuellen Autos, aber V12 ist halt krass. Ne, ist komplett offen hinten, oder? Da ist ja nichts mit Cut, gar nichts. Nein. Nein. Nein, nein, sowas verbauen wir nicht. Ist ein Rennauto, brauchst du doch ja, ungefähr, oder? Ja. Nein. Nee, also zu den Erfahrungswerten, Beschleunigung ist komplett Wahnsinn. Ja. 850 Sauger PS. Ja. Auf 1000 Kilo. 1000 Kilo? 1050, okay. Ne? Und dann, ja. Aber trotzdem. Dann wir zwei noch da rein, ja, gut. Egal. Ja. Also ich meine, das ist ja geistesgestört. Also das ist Bremsen natürlich auch, die riesen Bremsanlage, Keramikbremsanlage, ja. Offensichtlich. Nee, also da geht schon. Und der jetzt mit mir fährt, dem gehört das Auto? Genau. Der hat das irgendwann gekauft, neu oder hat den gebraucht? Nee, irgendwann geholt? Genau, neu. Neu. Wir müssen ja dann gleich auch kennenlernen, ist ein sehr, sehr netter, bodenständiger Mensch. Ja. Ne? Der ist ja super easy, von dem her. War auch super happy, dass du da mitfahren willst. Geil, freut mich. Freut mich sehr. Das wird gut. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das alles so hier so, nee, jetzt muss noch der fahren und dann fährt der und so. Da dachte ich so, okay, vielleicht kommen wir hier gar nicht zum Fahren. Ja, bist du schon was gefahren? Ne? Selber noch nicht. Ja. Das davor war der 8 GT3 vom Mikkelhoff und das danach war eurer. Ja. Das ist einfach nur infernalisch, dieser Sound ist ja zum Niederknien. Aber das ist ja krass, ne? Also da muss ja der Jerk Collector Track Day quasi weg von allen Geräuschlimitierungen sein. Musstest das du. Ist free, ne? Heute. Ja, heute darfst du so laut sein, wie du willst, weil sonst dürftet ihr nicht fahren. Ja, ich hab's auch extra gefragt, weil eigentlich stand gerade 130 Dezibel, was ja schon laut ist. Das ist laut. Der ist aber jetzt offiziell bei 140. Dann habe ich gefragt, hey, geht das? Ja. Dürfen wir kommen? Ja, ist abgesprochen, passt schon. Und bis jetzt gibt's hat sich noch keiner beschwert. Nee, von dem her. Nee, ist glaube ich unlimited Geräuschkulisse heute. Musste. Also der Ring darf heute beben. Und er tut es auch. Ey, dagegen klingt der ganz andere Kram einfach nur. Gut, die Rennautos sind schon auch laut, ne? Klar, aber gleich, ne? Das ist. Aber dieser V12-Klang, Junge, das ist exorbitant. Ganz tief, ganz spitz rein ins Trommelfell, wie so Nadeln die im Trommelfell, aber es sorgt für die größten Glücksgefühle, die du dir vorstellen kannst. Wenn man es mag. Wenn man es natürlich, wenn man es mag, aber wenn man es mag, dann ist der Sound geiler als jedes Konzert von deinem Lieblingskünstler. Ja. Das macht einfach nur Gänsehaut. Es ist, was noch gibt. Das ist einfach herrlich. Aber es ist halt ein Pagani. Wir machen es halt einfach. Das kostet halt dann auch die 5 Millionen. Klar, hat seinen Preis. Aber es ist trotzdem schön, dass es noch sowas gibt. Wahnsinn. Es ist einfach. Und ihr begleitet ihn quasi als Rennteam? Genau. Also, ihr betreut das Auto für ihn? Wir betreuen das bringt Auto. Bringt das immer dahin oder bringt ihr das selber? Oder? Ja, wir bringen das hin, holen das auch. Also nehmen es auch wieder mit zu uns. Yeah. Die Firma kümmert sich um das Auto. Und einfach dann auch jeder Stein anders bleibt. Kann auch noch näher vorbeifahren. Viel näher, glaube ich, wäre es jetzt nicht gegangen. Nee. Maschine, ne? Also wir haben V12. Ja. Sauger. Mit 58 PS, 6 Liter, auf 1050 Kilo Gewicht. Das geht vorwärts. Es geht also auch schwer vorwärts. Ja. Glaubst du, dass wir uns jetzt die Ohren zuhalten sollten? Im Zweifel ja. Ja? Also, wir schieben jetzt erstmal raus, dann macht er draußen an. Das geht dann vielleicht hier drin gerade so. Ne? Okay. Ich habe jetzt gerade auch mit ihm gesprochen. Hallo. Er fährt jetzt 3-4 Runden, dass er ein Feeling dafür kriegt. Okay. Dass er sich gut fühlt. Aber er kennt das Auto schon. Ja, natürlich. Der ist schon viel gefahren. Ja, ich muss ja wissen, bei wem ich mich da auf dem Beifahrersitz setze. Also er ist Rennfahrer.
Okay. Also Gentleman-Rennfahrer. Aber er kennt das Auto, hat schon viele Trackdays mit dem jetzt gemacht, viele Runden gedreht. Wie lang ist das Auto? Der sieht aus, als wenn er 6 Meter lang wäre. Ja, ich weiß, ich habe keine Zahl. 5,80 irgendwie. 5,80, das sieht aus wie 6 Meter. Unfassbar lang. Alter, das ist geistesgestört. Wo müssen wir hier dran vorbeilaufen? Hier geht's los. Und ein bisschen was. Ja, 5,80 geht hin. Ja. 60, 50 was. Jetzt wird's laut. Alter Schwede! Alter, das ist ja so geistesgestört! Wie geht diese Hütte? Das ist ja unnormal! Unglaublich, ne? Es ist wirklich unglaublich! Ohne Quatsch! Was sind wir jetzt gefahren? 3 Runden? Ja, 2,5. 3, ja. Ich habe richtig Nackenschmerzen! Richtig Nackenschmerzen! Alter, was krass ist wirklich die Aero. Wie die Hütte geht, ist krass. Also einfach die pure Beschleunigung. Und die Kurvengeschwindigkeit, das ist einfach unfassbar. Das kann man nicht anders sagen. Es ist einfach nur verdammt nochmal unfassbar. Danke, Mann. Bitte, sehr gern. Du hast ein sehr, sehr schönes Hobby, ja, danke. Wenn ich das so sagen darf. Ey, die Bremsen. Was geht ab? Wo ist der Bremspunkt bei diesem Auto? Ja, es ist ja heftig. Ein Rennauto. Bro, also das ist wirklich absolut geisteskrank. Wie hat es sich von außen angehört? Genauso. Sehr, sehr heftig. Vielen Dank. Ja, bitte. Richtig danke stark, ja? Richtig stark. Und alles gut? Ja. Hey. Ich kann nichts mehr sagen. Ist geil? Abartig. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, sprachlos, was soll ich sagen? Da fehlen mir die Worte. Das ist echt. Verreißen. Danke. Sehr gerne. Das war das geilste Erlebnis, was ich jemals in einem Auto hatte. Geil. Kein Scheiß. Ja, freu mich. Shoutout geht raus. SPS. Automotive Performance. So sieht's nämlich aus. Geiler Spritzer. Wenn er jetzt hinten rausfährt und mit Gas gibt, was da passiert, das würde ich jetzt gerne einmal von außen.
Und? Das ist ja gut nochmal. Also ich bin ja wirklich schon viel Scheiße gefahren, aber das war richtig krass. Ich würde natürlich unfassbar gerne selber fahren, aber das, ich weiß, dass das nicht geht. Ja. Alles gut. Aber nur die Kraft von dem Auto hat mich am allermeisten begeistert. Ja, unfassbar. Am allermeisten. Wie das Auto losfährt, was das Ding für eine Traktion hat, das ist nicht von dieser Welt. Ja. Also das hätte ich auch so nicht erwartet. Ich bin Pagani schon mal gefahren und so. Und auch den V12 natürlich. Aber so in dieser Vehemenz habe ich das noch nie erlebt. Ja. Ohne Scheiß. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich bin gerade noch ein bisschen überwältigt. Ne? Aber das ist schon echt... Mann, das ist ein Erlebnis. Vor allem, das Ding ist, wenn du da jemanden reinsetzt, der noch nie auf der Rennstrecke gefahren ist, der denkt, der stirbt. Ja, ja. Ist so, ich wusste ja so, okay, Bremspunkt ist übelst spät so, ne? Aber selbst ich war bei manchen Sachen überrascht so, ne? Ja, ja. Aber, Das ist nochmal was anderes. Also, Bro. Und auch wenn du sagst, wenn man da mal einen reinsetzt, das ist schon was... Also, es gibt halt 30 Autos auf der Welt. Ja. Von dem. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, Bro, wie ist das möglich? Ey, er ist wirklich diese eine Kurve, die vorletzte Kurve ist es, glaube ich, fährt der ohne zu bremsen. Ja. Denkst du, Digga, wie geht das? Crazy. Ja, geil. Bist du mal in was Vergleichbares mit gefahren? Nein, ich überlege die ganze Zeit. Ja. Taycan Turbo GT bin ich jetzt runtergefahren. Ja. Das beschleunigt schon auch richtig krass, aber das ist viel krasser. Ja, jetzt halt auch ein anderes Feeling. Ja, das ist so krass. Das, was ich wirklich das Krasseste fand, war die Beschleunigung. Ja, man aus. Ja, die Beschleunigung war für mich das Krasseste. Ich fand das Bremsen fahren. Ja, ich habe es einfach nicht gefahren. Ich habe wirklich gedacht, wie kann diese Bremse das jetzt gerade abbremsen, was das Auto gerade gefahren ist? Wiegt halt nur 1000 Kilo, das Ding. Deswegen Okay. Die Bremse das so krass. Stimmt. Also, das Lenkradbereifung und so, das ist wirklich. Ja. So, ein wunderbarer Tag geht zu Ende. Wir hatten bestes Wetter, wir hatten tolle Autos, wir hatten tolle Gäste. Ja. Und ja, ganzer. Ja, wer kann man eigentlich sagen? War super anstrengend, fand ich zumindest. Viel geredet, viel rumgelaufen und gemacht und getan. Nee, aber war ein cooler Tag. Ne? Also ich hoffe, euch hat es auch gefallen, was ihr so gesehen habt. Mir hat Spaß gemacht, ihr auch am Ende. Mega. Von dem her. Den Gästen hat Spaß gemacht. Hier nochmal ein Dankeschön an den Gare Collector, dass wir mit dabei sein durften. Ja. Ja, folgen, kommentieren, liken, das ganze Thema und dann sehen wir uns nächste Woche oder im nächsten Video. Okay? Macht's gut. Ciao.